Sag mal, ich glaube, der auf dem Motorrad und auf dem Snowboard, die sind schon verwachsen mit die Geräte, oder? Die kommen ja gar nicht mehr runter da. Die verballern ihr ganzes Gehalt hier wahrscheinlich. Na okay, bei uns ist auch nichts anders. Aber ich wollte mich nochmal aufregen hier mit diesem Mockautomat. Also, dass der kein Geld ausspuckt, werde ich mich unten gleich beschweren dabei, die Frau. Wenn ich nehme mir das Gerät auseinander und guck mal, was da so drin ist. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier Motorrad fahren. Motorrad. Schaut euch mein Motorrad an. Denn ich bin der Motorradmann. Wenn der Laster angegriffen wird, wirst du dir... Okay. Oh Gott. Da und da. Okay, links und rechts. Ich komme. Hey. Hey, lass den Laster in Ruhe. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. So, Mädels. Fahrt schnell zu eurer Schuhkonferenz. Könnt ihr Schuhe kaufen. Und ich sorge dafür, dass ihr hier nicht belästigt werdet von diesen, was auch immer das ist. Geh mal weg hier. Die sind aber ganz schön penetrant hier, oder? Hallo? Lasst sie in Ruhe. Ja, und tschüss. Ja, nee, du kommst hier. Du kommst nicht vorbei. Hey, 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 hey. Finger weg hier. Nein, nein. Du geh weg. Geh weg. Ja, ist doch voll auf die Fresse gefallen. So, komm her hier. Weg hier. So, wo steht denn der Leben davon? Na, traust dich nicht vorbei, ja? Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Denn ich habe mein Käsemesser dabei. Und ich schneide Käse allerlei. Denn der Käse ist frei. Geht weg. So, wir haben keine HP. Wir sind hier unbezwingbar, oder? Unbreakable, unforgivable, unschnittable. Hey, 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 weg hier. Weg hier! Das sind alles mein Geld, was ich hier verdiene. Hoffe ich. Na, hau doch mal ordentlich hier. Schlaf nicht ein. Ja. Ja, nee, 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 nee. Hallo, lasst doch mal den Wagen in Ruhe. Der hat euch doch gar nichts getan. Hm? Geht nach Hause. Geht nach Hause. Nee, 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 nee. Ziel. Haben wir es geschafft? Natürlich haben wir es geschafft. Wir sind hier, Punkte. Wir haben Punkte. So, was kriege ich jetzt? Kriege ich jetzt was? Wir nicht. Zwei, was? Was? 2 GP? Willst du mich verarschen? Ich komm dir auseinander! Was? Wahrsager. Einmal Wahrsagen 50 Gil. Versuchen. Sei vorsichtig bei Bekanntschaften. Toll. Dafür habe ich jetzt Geld ausgegeben, oder was? Was soll das? Was soll das? Jetzt habe ich auch noch vergessen, den Timer zu starten. So, dafür muss ich hier jemanden die Fresse polieren jetzt. So geht's ja nun nicht hier, ja? Komm mal her hier. So, dir hau ich deine Frühlingsrolle vom Baum hier. Obwohl, zu Weihnachtszeiten? Ja, ja, schön rein in deine dreckige Mistfresse. Nein, nicht bei mir. Nicht hauen, nein. Ja, ja. Wäre jetzt Weihnachten, könnte man sagen, der hau ich die Kugeln vom Baum. Aua. Na, komm. Ja, so schön. Die macht immer denselben Fehler, seht ihr das? Jetzt kommt hier Mackie McFettfett hier. Fecky McMetwurst. Komm her. Fight! You!
los! Wer hat mich gehauen? Ich geh Mama. Das geh ich jetzt Mama sagen. Ja, warte mal. Wo ist meine Mama? Mama! Okay, gut. Dann haben wir jetzt erstmal hier ein bisschen rumgeschaut. Beim späteren Besuch haben wir natürlich voll Zugriff auf alles. Oh, Moment. Jetzt kommt nochmal hier. Jetzt komme ich. Pass auf. Jetzt geht's hier durchweg. 20 Minuten lang. Ja, toll. So, dann haben wir das auch geklärt. Man muss nur wissen, wie lange man gedrückt halten muss. Hä? Moment mal, habe ich jetzt das Gefühl dafür verloren? Moment. So, jetzt, pass auf. Jetzt kommt's. Trommelwirbel. Ja. So, jetzt kommt der nächste. Ja, ich bin gut. Ich bin so gut, ich bin unbesiegbar. Jawohl. I'm so glorious. I am the glorious Basketball Super Dunkman. Dann schaut meinen Dank an, denn ich bin der Dankmann. Kein Basketball ist mir gewachsen. Es sei denn, wachsen Basketbälle auf den Bäumen? Wie ist denn das eigentlich? Wo kommen die eigentlich her, die Basketbälle? Hat man sich darüber eigentlich schon mal Gedanken gemacht? Ich glaube, die werden angefertigt in einer Basketballplantage, wo sie auf den Bäumen wachsen. Seht ihr, solange ich sowas laber, funktioniert alles. Da gibt es auch diese geheimen Basketballbäume. Da, die nennen sie auch, was, Doppelchance? Verdopple deine aktuellen GP im Spiel, wenn du verlierst, bleibt dir ein, was? Doppelchance, natürlich. So, Doppelchance, geht klar hier. So, verdoppeln, ja, ich verzehnfache von mir aus auch. Nein! Fuck! 20 GP! Geil, das mache ich nochmal. Ich muss nur noch mehr labern. Moment, wo war ich stehen geblieben? Also, es gibt da in Pakistan gibt es diese berühmten Basketballplantagen. Da wachsen Basketballe überall. Sie wachsen an den Bäumen, sie wachsen auf dem Feld. Als Feldrüben getarnt versuchen sie sich zu verstecken. In Sträuchern wachsen sie auch. Die haben meist einen ganz guten Geschmack, diese Basketbälle. Man kennt es ja, wenn man, Mama sagt immer, ess mehr Gemüse. Ja, damit meint sie, ess mehr Basketbälle, denn die sind gesund. Und nein, was mache ich? Sie liegen gut in den Mund. Gut, ich war gerade abgelenkt, aber alle guten Dinge sind drei. So, okay. Also nochmal, wo waren wir stehen geblieben? Die hübschen Basketbälle. Nein, jetzt darf ich schon zuerst daneben. Okay, das zählt natürlich nicht. So, und jetzt, letzter Versuch. Also, okay, wo war ich stehen geblieben? Auf den Sträuchern wachsen die Basketbälle meist immer etwas kleinere. Manchmal sind sie rot, So, gut, haben wir das auch geklärt. Nein, ich will das jetzt nochmal. Ich will noch eine Doppelchance. Kommt, einmal will ich das noch. So, wir kennen es natürlich auch von der früheren Schulzeit. Da hat Mama immer Schulbrote geschmiert und, damit ihr Vitamine bei habt, immer ein paar Basketbälle mit in die Futterdose gesteckt. Nein! Geht, ihr merkt, so unrealer die Story wird, desto komischer spiele ich hier. Ja, wie gesagt, also ich habe sie früher immer gern gegessen. Immer schön nach der ersten Stunde ein Brot und einen schönen Basketball als Nachtisch. Nein, ich gehe jetzt. Nein, das sehe ich nicht. Ich gehe jetzt. So, wie viel habe ich denn hier schon? 54. Ja, das Blöde ist ja nun, wir müssen nachher sehen, dass wir die GP auch ausgeben, weil wenn wir hier rausgehen, sind sie eh alle weg. So, okay, schön. So, wo können wir denn noch hingehen? Battle. Ghost. Ja, wir gehen mal ins Geisterhaus. Schauen wir mal. Hallo? Wieso redet der nicht mit mir? Hallo? Ach, du bist tot. Wusste ich gar nicht. Sowas. Ach nee. Chocobo. Ach, da kommen wir wieder zurück. Wollen wir mal ins Geisterschloss? Oh, ich habe Angst. Wir gehen mal rein. Wir gehen einfach mal. Willkommen, danke für den Besuch.
Willst du ein Zimmer? Komm zum Empfang. Was ist das für eine Birne? Seht ihr den Kopf? Das sieht aus wie so eine Birne, oder? Wie so ein Birnbaum, wo da so ein Ast raushängt als Nase. Willst du ein Zimmer? Komm, der erzählt auch nur dasselbe. So, was ist das hier? Was bist du hier? Bist du ein Geist oder was? Was? Ach, du winkst auch noch. Oh, jetzt sind sie weg. Geister, die Schach spielen. Was ist das hier? Hallo? Pflanze? Ist das eine fleischfressende Pflanze? Was ist hier? Was steht da? Shop? 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 Gehen wir da mal gucken? Nee, Moment. Ich hab da gerade. Kann man das lesen hier? Turtles Paradise Nummer 3. Vergiss die schlechten Zeiten bei einem guten Glas. Das Einzige, was in Goldsosa fehlt, ein Gasthaus mit guten Getränken und toller Atmosphäre. Besuch Turtles Paradise. So, ja, tolle Atmosphäre. Hier wird man überall beobachtet. Da neben der Treppe ist auch so eine hässliche Fratze. Na okay, gehen wir erstmal im Shop. So, wer bedient mich jetzt hier? Hallo? Hallo? Guck mal, Truhen mit Augen und eine Mumie, hallo? Mumie? Was bist du? Was sind das für Geräusche? Das ist doch hier diese berühmte Dampfgurke, oder? Das soll ein Lachen sein? Wieso ist hier keiner? Hallo? Kann ich mich bedienen? Juhu, ich würde gern was... Was? Hä? So, da du ja eh gerade so rumhängst, kannst du mich hier bedienen? Mr. Hangman, na, das passt ja. Willkommen. Ja, was hast du denn Schönes? Tränke, Potions, Ether, Jungfernkuss, goldene Echo-Bombe. Ja, das... Nur Abfall. Nur Abfall, was wir hier nicht brauchen können. Ether ist zu teuer. Trank. Phönixfeder haben wir auch genug. Komm, hier brauchen wir nicht so, denn geh mal wieder, ne? Geh mal wieder weg. Das ist ja komisch hier. Überall fühlt man sich hier beobachtet. So, da oben, seht ihr das hier bei der Treppe da? Das glotzen so dämlich. Ha? Soll ich dir deine hässliche Fresse polieren oder was? So, wer bist du? Das ist unser beliebtester Mitarbeiter, Mr. Hangman. Ja, den habe ich vorhin schon gesehen. Willkommen. Was? Ich zahle doch nicht 5 Euro pro Nacht hier. Zumindest noch nicht. Lass mal erstmal oben schauen. Mr. Hangman, mein Herr, bitte tragen Sie sich im Empfang ein. Okay, da kommen wir sonst gar nicht hoch. Na gut. Dann müssen wir... Joa, schreck mich doch nicht. Dann müssen wir halt bezahlen. So, und da, komm. Guten Aufenthalt. Okay. Ich dachte, wir sehen, wie wir da noch schlafen und hochgehen. Hä? Okay, also doch nicht. Na gut. So, das ist sehr seltsam hier. Wirklich sehr seltsam. Also wenn ich in so ein Hotel wäre, würde ich vielleicht mir ein anderes Hotel suchen. Gehen wir mal wieder raus. So, wo sind wir denn noch nicht gewesen? Wir gehen mal zum Chocobo, oder? Wir gehen mal... Ah, Chocobo Racing! Ja! So, jetzt wird gewettet, dass das... Die wetten sich fetten hier. Ja. Brion, Dipperplü, nichts geht mehr. Hallo, Lady. Kannst du mal hier... Willkommen zum Chocobo-Rennen. So, was bist du? Es tut mir leid, aber Unbefugten haben keinen Zutritt. Du kannst nur bis zu 3 Karten kaufen, überleg's dir gut. Du kannst dir zum Beispiel die Hälfte der Chocobos aussuchen und 3 Kästchen kaufen. Kästchen? Ein Kästchen heißt 3 Kombinationen, mit je 2 Chocobos kaufen. Wenn du also die Chocobos 1, 3 und 5 willst, kannst du folgende Kombis kaufen. 1, 3, 1, 5, 3, 5. Du kannst auch das eingeschränkte Glücksrad spielen, indem du dir einen Chocobo aussuchst. Eingeschränktes Glücksrad? Ein eingeschränktes Glücksrad spielen heißt, dass du dir einen Chocobo aussuchst und ihn in all deinen Kombinationen einsetzt. Wenn du zum Beispiel Chocobo 1 hast, dann kaufst du 1, 2, 1, 3, 1, 4. Egal welche Wette du abschließt, manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du. Es hängt da alles von deinem Sachverstand und Glück ab.
Okay, ich glaube, wir labern gar nicht groß. Wir probieren es, oder? Wir machen jetzt richtig Kohle hier. Möchten Sie Turbo-Karten kaufen? Ja, dann natürlich möchte ich das. Was? 200 Gil Registrierungsgebühr? Ja. Welchen Rang möchtest du wählen? Nehmen wir mal Rang B, oder? Danke, eine Wette kostet 200 Gil. Das ist das nächste Rennen. Oha. Okay, was haben wir denn? 103, 102, 100. Wer hat denn hier am meisten Ausdauer? Das hat die Nummer 1. Nummer 6. Und... ja, 1, 3 und 6 nehmen wir. Also 1, 3. 3 und 6. 1 und 3. Da ist die 3 und 6 mit bei. 1, 3 und 6. Dann nehmen wir noch die... ja, 1, 6. Ja, würde ich sagen... so, wie heißen ihn hier alle? Ralf, Tim und Patrick, rennt für meinen Sieg, auf dass es viel Gold gibt. So, jetzt aber los hier. Später können wir sogar mit unseren eigenen Chocobus rennen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das dann alles machen, aber wir werden auch noch unsere Chocobos züchten. Mal schauen, was wir da so alles rauskriegen. Aber erstmal drücken wir die Daumen, dass irgendjemand von unseren Favoriten hier durchkommt. Weil wenn nicht, verwandle ich den Chocobo, der verloren hat, in einen Broiler. Ja, da mache ich einen Broiler draus. Oder einen Truthahn, mal gucken. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf wen wir gewettet haben. Ich glaube auf 1, 6 und 2. Glaube ich. Ja, bis zum Schluss haben sie noch so einen Sprint drauf, glaube ich. Dann sprinten die noch mal, was das Zeug hält. Weil sie ja genau wissen, die werden gefressen danach. Daher rennen sie einfach weg. So, momentan sieht es gut aus. Die 1 ist auf dem ersten. Los, Grüner, los! Gibt auch schön ranziges Gemüse nachher als Belohnung. Das ist eine komische Welt, oder? Wo soll das hier sein? Im Universum? Und die 1 und 5 hat gewonnen. Okay, die 1 hatte ich bei. So, ja. Genug rumgehüpft. Ich will Geld haben. Und? Nein! Ich hab verloren. Oder? Ich habe verloren. Oder? Ich habe verloren. Na sicher. Na sehr schön. Na toll. Das findest du jetzt in Ordnung, oder was? Irgendwie könnte ich mich jetzt stundenlang aufregen hier. Aber wir lassen das erst einmal. Moment mal, was bist du denn da hinten? Wer bist du? Normalerweise kauft man Karten für die Ränge B und C, stimmt's? Rang? Rang bedeutet die Stärke eines Chocobos. A ist der höchste Rang und C ist der niedrigste Rang. Wenn du freier Chocobo-Jockey wirst, kannst du Rang-A-Karten kaufen. Logischerweise ist deine Artikelkarte umso besser, je höher der Rang ist. Vielleicht werde ich Chocobo-Jockey. Wie wird man denn einer? Du kannst Jockey werden, wenn dir ein Chocobo gehört und wenn du Beziehung hast. Aber Chocobos sind nicht leicht zu fangen und ich habe keine Beziehung. Ja, das wundert mich überhaupt nicht. So, aber bevor wir dann weitergehen... würde ich sagen, weil das ist mir die ganze Zeit schon ein Dorn im Auge. Dann gehen wir nochmal zum Wonder Square. Und zwar dieses Goldticket. Klar, wir haben kein Gil, um es uns zu... was ist denn mit ihm? Hat der schon so einen kleinen jetzt hier? Lass uns im Wonder Square GP holen. Ja, na, ich bin doch gerade dabei. Und zwar will ich das Goldticket mit Spielepunkte mir erarbeiten. Und zwar... hier am Super Dank Master. Doch das sehen wir im nächsten Part.